Ja, hallo Freunde, Kameraden und Abonnenten. Ich grüße euch im neuen Jahr 2020. In Teil 1, Apokalypse Now, aus der Sicht der Soldatin, aus meiner Sicht gesehen, haben wir ja bereits festgestellt, dass ein Elite-Soldat immer in zwei Welten lebt. Das ist so ein militärisches Hamsterrad und genauso habe ich es auch erlebt. Wir haben da den Willard, den Kapitän Benjamin E. Willard in Saigon im Hotelzimmer, der total durchdreht. Und genau diese Szene, die erinnert mich an den Film, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Es war einmal in Amerika mit Robert De Niro als Noodles. Der Noodles, der damals aufwacht in einem Hotelzimmer und total im Opiumrausch den Wecker nicht hört. Ja, das Klingeln nicht hört. Und dann haben wir in der Szene in Saigon, ich spiele die Szene gleich nochmal ein, den Ventilator des Hotelzimmers oben an der Decke, der sich dreht. Eine brillante Szene. Einerseits bei Willard in Saigon, andererseits bei Noodles in seiner Opiumhöhle. Filmisch top exzellent. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wow, Wahnsinns. Geile Schauspieler Sheen und De Niro. Noodles und Willard. Absolut top. Ja, es war einmal in Amerika und Apokalypse Now, ganz klar, Kultfilme in Amerika. Ja, aber ich glaube, das sind Kultfilme, weltweite Kultfilme. Jetzt wollen wir mal einschauen. Es kommt in Apokalypse immer das Wort Charlie vor. Das Charlie für den Gegner, für den Vietcong. Wo kommt das her? Das ist natürlich eine Abkürzung vom NATO-Alphabet. Ja, der Gegner hieß, oder das war der Vietcong. Victor Charlie, die Amerikaner haben Victor einfach gestrichen und haben da einfach Charlie gelassen. Das heißt, Charlie ist der Gegner. Kong, das ist der Gegner. Ja, weil viele von euch stellen sich damit die Fragen, was ist denn Charlie? Ja, da kommen so Wörter vor wie Nabob, das sind die Reichen, das sind die im Hintergrund die Fäden ziehen. Oder Charlie, na eben, das ist der Vietcong. NATO-Alphabet, Victor Charlie, Victor, lass mal weg, Charlie, mach mal raus, bleib stehen. Kong. Charlie surft nicht. Ich gehe auch schon hart auf die 60 zu. Ich habe mir deshalb ein paar Notizen gemacht, damit ich nur nichts vergesse. Jetzt haben ja Filmkritiker von Apokalypse Now gesagt, dass die Begegnung oder die Szene mit den Beach Boys, ihr könnt euch erinnern, die Surfer, die Begegnung zwischen Kapitän Benjamin E. Willard und dem Lieutenant Colonel Kilgore, ja, die erste Begegnung, ich lese euch vor, dass das die erste Begegnung mit dem Irrealismus und dem Wahnsinn der Beteiligten des Krieges darstellte. Stopp, da bin ich nicht einverstanden. Warum? Weil die erste Begegnung, für mich die erste Begegnung mit dem Irrealismus und dem Wahnsinn aller Beteiligten, das war eindeutig schon die Szene auf dem Boot. Wir erinnern uns ja, da fuhr das Boot, der Auftrag war ja, kurz zu finden. Um da reinzukommen, von Vietnam nach Kambodscha, wurde ummanövriert auf ein Boot. Das Boot hat eine Besatzung von 4 Mann und da war einmal einerseits der Phillips, das war der Kommandant des Bootes. Ja. Dann hätten wir den Hicks. Hicks, das war der verrückte Sorcier, der absolute Pazifist, ein geiler Typ im Film, gut gespielt. Ja. Dann hätten wir natürlich den Lance,
der Profisurfer oder der angehende Profisurfer und natürlich auch noch der Miller. Miller, ein 17-jähriger Bengel aus dem Bronx, ja, schwarz wie die Nacht. Und ich denke, dass hier der Wahnsinn der Beteiligten schon anfängt. Denn wer waren die Wahnsinnigen in diesem Krieg? Na, das waren die amerikanischen Offiziere. Ja, wir haben ja auch in den Kriegen, soweit ich zurückdenken kann, ja, wenn ich mal alle Kriege, die USA führte, weltweit mal so aufzähle, naja, da waren die Offiziere und Politiker, die waren wahnsinnig, weil die haben auf der einen Seite die Kriege geführt, immer mit Elite-Soldaten, wie hier dieser Willard, der von der Airborne-Truppe kommt, von einer Spezialtruppe, ein absoluter Elite-Kämpfer, aber auch gleichzeitig mit totalen Amateuren, mit Köchen, mit Ingenieuren, mit Lehrern, mit Pädagogen, Leute, die noch nie in ihrem Leben vorher eine Waffe in der Hand gehabt haben. Und das war doch der Wahnsinn des Krieges. Ja? Ja? Das ist hier jetzt für mich die Begegnung mit den Wahnsinnigen. Und das waren die Offiziere. Ja? Auf der einen Seite diesen Willard, diesen absoluten Killer, diesen absoluten totalen Elite-Soldaten und auf der anderen Seite diesen Phillips, diesen Hicks, diesen Lance und diesen Miller, die fucking der Held da drüben nichts zu suchen hatten. Und das war der Wahnsinn. Das war die erste Begegnung mit den Wahnsinnigen. Die Offiziere waren wahnsinnig. Ja. Und dass die Offiziere als Darsteller im Film, aber auch in der Realität, auch dem absoluten Wahnsinn auch nicht entfliehen können. Na, das sieht man an der Szene in Saigon, wir müssen da nochmal zurück, wie eben einer dieser Offiziere, Willard, Kapitän, aber total wahnsinnig durchdreht. Drogenkonsum, Opium, Alkohol, wie er nackt tanzt in seinem Hotelzimmer. Na, das ist doch die Craze. Das war doch der Wahnsinn des Krieges. Seht ihr? Ja? Profisoldatin auf der einen Seite, total unbedarfte Männer, Gärtner, Lehrer, Pädagogen, Professoren und so weiter auf der anderen Seite. Zusammengeführt zu einem Mix, ja, der irgendwie funktioniert, der aber wahnsinnig ist. Für meine Begriffe. Denn ich kenne sowas nicht. Ich kenne sowas von der Fremdenlegion gar nicht. Ja. Hey, warum sitzt ihr alle verdammt nochmal auf euren Stahlhelm da drin? Damit Charlie uns nicht die Eier abschießt. Ha, du bist neu, ja? Keine Ahnung. Die absolute erste Begegnung zwischen Willard und Kilgore, die lasse ich jetzt mal außen vor. Ich werde darüber noch berichten. Jetzt kommen wir mal zu einer Szene, in der eben die ganze Schwadron Huey Bell Hubschrauber das Dorf angreift. Wir befinden uns im Hubschrauber. Willard sitzt da auf seinem Platz, Helm auf der Nuss, ja, Waffe in der Hand. Und die anderen Soldaten, die das Dorf angreifen sollen, sitzen ihm teilweise gegenüber, ja, 2, 3, 4 Mann. Und jetzt fragt der Willard ganz erstaunt, hey, warum sitzt ihr denn auf euren Helmen? Die Antwort kommt natürlich sofort, ja, weil uns sonst Charlie die Eier abschießt. Da musste ich herzlich lachen. Auf der einen Seite, weil es irgendwie lustig war, ja, tragisch, komisch, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, weil es natürlich auch eine gewisse Realität zeigt. Na klar, im Vietnamkrieg sind Hunderte von Hubschraubern, wenn es nicht Tausende waren, ja, abgeschossen worden, ja, aus niedriger und mittlerer Höhe. Und zwar nicht von irgendwelchen Luftbodenraketen, sondern von Kleinkalibergewehren, ja. 7,62 mm kurz, ja, die Kalaschnikow-Munition. Ja, einfach abgeballert von Kleinkalibergewehren. Ja. Und die Tatsache, auf dem Helm zu sitzen, naja, die hat teilweise einigen oder nicht wenigen US-Soldaten ganz einfach die Eier geschützt. Ja, das war so. Ja. Wenn die kleinen Geschosse schon unten die dringen ja durch, unten rein und oben wieder raus, ja, die geht durch wie ein heißes Messer durch Butter. Aber wenn das Geschoss am Ende der Flugbahn schon ist, vielleicht durch den Hubschrauber durchdringen könnte, ja, in den Helm geht's dann nicht mehr rein. Und das wussten die amerikanischen GIs. Richtig gemacht, alles gut gemacht. Und jetzt mal zu einer Szene und wir hören dann heute dann auf damit.
ich möchte somit beenden, ist die Szene, wo oder in der die Hubschrauber das Dorf angreifen, ja, auch mit Luft-Boden-Raketen. Es wird rumgeballert mit MGs, ja, und danach abgesessen, Infanterie greift weiter an. Zunächst mal zwei Bemerkungen dazu. Ich habe nicht gesehen, dass die GIs irgendwelche Müsets oder kleine Rucksäcke auf ihren Rücken hatten. Ja. Das ist mir sofort sauer aufgestoßen. Denn ein Soldat am Boden weiß nie, wie lange er dort unten bleiben muss. Also immer Rucksack auf dem Rücken, kleines Kampfgepäck dabei. Ja. Man weiß nie, ob du nicht 2 Tage, 4 Tage oder eine Woche unten im Busch bleiben musst, weil irgendwas passiert, was nicht vorhersehbar war. Ja. Das habe ich in dieser Szene vermisst. Ja. Die liefen alle nur mit der Waffe in der Hand rum. Und zum Zweiten zeigt diese Szene par excellence, warum dieser Film kein Antikriegsfilm ist. Nee, geht nicht. Wenn ich eine Szene einspiele oder Szenen einspiele, in der Bomben, Raketen, Kleinkalibergewehre, harmlose Zivilisten angreifen, ja, Mütter in den Schulen, Kirchen, Kinder, na, dann kann das kein Antikriegsfilm sein. Also, für mich, ich werde das aber abschließend in meinem Abschlussresümee noch einmal einfließen lassen, ist Apokalypse Now definitiv kein Antikriegsfilm. No go. No way. Ja. Wollen wir mal schauen, ob uns der noch passt. Ihr wisst ja auch, dass die Franzosen im ersten Indochina-Krieg auch dieses amerikanische Material hatten. Die hatten auch diese Helme. Ja. Teilweise amerikanische Waffen, amerikanische und englische Ausrüstung und so weiter und so fort. Aber ich berichte. Übrigens, ich hatte mal einen Clip gedreht und hatte da ein Rotorblatt expositioniert oder exponiert. Na, hier steht's. Und jetzt zur Auflösung des Rätsels. Natürlich war das Rotorblatt einer Bo. Bo 105 Panzerabwehrhubschrauber. Geiles Teil. So. Und dazu noch die Musik von Der Walkürenritt von Wagner oder Doors, This is the End. Ja, das war's auch schon für Teil 2, Apokalypse Now, aus meiner Sicht, aus der Sicht des Soldaten. Der dritte Teil folgt bald. Apokalypse Now, der absolute Kultfilm ja, der 70er, 80er Jahre. Einen Zusatz möchte ich noch loswerden. Wir haben ja, oder ich habe gesprochen von der Begegnung zwischen Willer und Kilgore. Willer, Sheen, Kilgore, Robert Duvall, ein exzellenter Robert Duvall. Und genau in diesen Szenen, wo es eben zu dieser Begegnung kommt, sind mehrere kleinere Begegnungen, würde ich sagen, zwischen den beiden Protagonisten, tritt Sheen ganz bewusst in den Hintergrund und Duvall alias Kilgore drängt sich mächtig mit breiter Brust nach vorne. Der verkörpert da den, würde ich mal sagen, den US-amerikanischen, den weißen US-amerikanischen Offizier. Mächtig, charismatisch, unschlagbar, ja, unbesiegbar. Und ich würde sagen, hätte man damals den Robert Duvall nicht irgendwo ausgegraben, der ja eine brillante Rolle da spielt, wäre diese Szene vielleicht oder diese Rolle vielleicht etwas gewesen für John Wayne. Was findet ihr? Gut, ich wünsche euch einen tollen Beginn in dieses Jahr 2020. Es wird bei mir auf dem Kanal Neuerungen geben. Neuerungen, die der ein oder andere von euch vielleicht schon erwartet haben. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Amitié, Legionnaire, bis bald, euer Thomas Gass. Bye, bye.